Heute habe ich für euch hier in einem Blister das Sortiment Hexenküche. Das ist mit dem alten Kellerwarenzeichen, also eine Rarität. Ja, in diesem Blister sind enthalten der Höllenvulkan, zwei Stück. Und Teufelstanz, 50 Stück, wobei ich dabei denke, dass das halt die Knallerbsen sind. Nichtsdestotrotz werde ich auch dann testen. Aber heute werden wir anfangen mit dem Höllenvulkan. Ich hol's eben raus, kleinen Moment. Nicht so kaputt mache hier. So, hier ist also der Höllenvulkan. Ja, natürlich Keller, FKW-Keller sogar hier. Hat halt nur ein Bruttogewicht von 24 Gramm. Ja, dann mach ich das mal auf. Hol ich mal einen raus. So sehen sie aus und ich denke auch mal, dass da noch eine schöne längere Brenndauer ist, nicht so wie die heutigen, die ja von Komet übernommen wurden, aber halt noch Anzahl Keller verkauft wird. Ja, dann würde ich sagen, werde ich sie jetzt testen und viel Spaß dabei. So, dann wollen wir mal loslegen mit den Höllenvulkanen von Keller mit dem alten Warenzeichen. Es regnet ja leider wie verrückt. Aber das soll mich eigentlich abhalten, was zu zünden. Gut, machen wir meinen ersten. Der Auswurf ist eher mau, aber die Brenndauer ist sehr, sehr schön. Der nächste, ja, sind ja nur zwei drin, also der letzte. Ja, die sind ganz schön. Okay, das war's wieder.